es gibt sicher verschiedene Gründe. Das eine ist, das Internet erlaubt einfach, aber schon seit einiger Zeit, sehr viel schneller den Zugriff zu fremden Quellen und damit natürlich auch den Vergleich eigener oder vorgelegter Texte mit solchen, die bereits im Netz bekannt sind. Das ist seit 10 Jahren aus den USA schon bekannt und das ist jetzt so ein bisschen hier in Mode geraten. Das hat zum Zweiten eine richtige Branche oder zumindest eine Aktivitätengruppe geschaffen, die sich daraus einen Sport macht. Ich finde das aber gar nicht kritikwürdig, denn in Wirklichkeit holen diese Aktivisten, wenn sie so wollen, nach, was Doktorväter, Doktormütter und andere, die zur Kontrolle und Überwachung und Prüfung der Texte aufgerufen und beruflich verpflichtet sind, versäumt haben. Denn es hat schon immer dazu gehört, zu prüfen, wie groß der Eigenanteil wissenschaftlicher Arbeiten ist. Und das, was übernommen worden ist das ordentlich zitiert und nachvollziehbar zitiert worden. Insofern ist das Entdeckerrisiko, will ich jetzt mal sagen, vielleicht technisch bedingt, größer geworden. Ich gehe aber davon aus, das heißt nicht unbedingt, dass es heute mehr Plagiate gibt. Das ist nicht beruhigend. Ich denke, früher ist genauso betrogen worden. Man hat es nur seltener gemerkt. Und man muss natürlich auch sagen, die Verfügbarkeit der Dokumente über das Internet, der schnelle Zugriff weltweit, ist natürlich auch eine Versuchung sozusagen, hier Plagiate zu übernehmen, weil man das in der scheinbaren Anonymität des Netzes, die tatsächlich gar nicht gegeben ist, aber die im Moment dem Bearbeiter wohl so erscheint, man eine Chance sieht, hier unentdeckt davon zu kommen. Also es hat mehrere Faktoren, das ist die eine technische Seite, das andere ist mit Sicherheit auch das Bewusstsein, was heute allgemein im Netz verfügbar ist, ist freies Gut, wie wir wissen, eine weitere rechtlich falsche